Ich wurde außerdem gefragt, warum sich ein Reihenschwingkreis bei großen Frequenzen weit oberhalb der Resonanzfrequenz wie eine Induktivität verhält. Auch dazu kann man sich wieder die Stromspannungsbeziehung an den Bauelementen anschauen. Bei hohen Frequenzen werden ja diese Ableitungen hier sehr groß, weil sich Strom und Spannung schnell ändern. Wenn sich also der Strom schnell ändern möchte, müsste auch die Spannung an der Induktivität sehr groß werden. Die kann aber nicht beliebig groß werden, weil ja hier nur eine bestimmte begrenzte Spannung von der Quelle zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Induktivität, die begrenzt den Strom. Also der Strom muss sich zwar noch schnell ändern, weil ja diese schnelle Geschwindigkeit, Änderungsgeschwindigkeit von der Quelle vorgegeben wird, aber der Strom an sich muss dann von der Amplitude her klein werden. Und wenn der Strom klein wird, wird auch die Spannung über den Widerstand klein. Und wenn hier der unten der Strom klein wird, dann muss auch hier die Spannung von der Änderungsgeschwindigkeit, kann sich ja nicht ändern, aber von der Amplitude her klein werden. Und das heißt, fast die gesamte Quellspannung fällt halt bei hohen Frequenzen über der Induktivität ab und die dominiert diesen Reihenschwingkreis. Das sieht man auch im Frequenzbereich sehr schön, wenn hier die Kreisfrequenz groß wird. Dann wird diese Spannung groß. Der Strom muss ja in der Reihenschaltung überall der gleiche sein. Und 1 durch was Großes ergibt hier was Kleines. Also einen kleinen Spannungsabfall nur noch über der Kapazität. Und das sieht man auch in der Gesamtimpedanz mit großen Kreisfrequenzen. Omega dominiert dieser Term. Der Widerstand muss, damit das ja schwingt, sowieso relativ klein sein. Und 1 durch was Großes ergibt hier halt auch was Kleines. Das sieht man auch wunderbar, wenn man in die LT-Spice-Simulation reinschaut. Hier haben wir wieder den gleichen Reihenschwingkreis mit diesen generischen Werten, aus denen sich eine Resonanzfrequenz von einem Hertz und eine Güte von 10 ergibt. Und wenn man jetzt mal hier sich die Spannung über der Induktivität anschaut, es gehen 1 Volt Amplitude auf die Schaltung drauf, dann sieht man, an der Induktivität haben wir 1 Volt als Amplitude. Wenn man noch die Spannung an der Kapazität dazu nimmt, die ist halt sehr klein, da kommt noch kaum was dazu. Und die Spannung vom Widerstand über dem Widerstand ist auch sehr klein, die hat auch kaum Einfluss. Und wenn man sich den Strom anschaut, stellt man fest, das ist genauso, wie man das an einer Induktivität erwarten würde, an Induktivitäten, die Ströme sich verspäten. Erst hat die Spannung das Maximum, dann hat der Strom das Maximum. Und wenn man sich jetzt nur eine Induktivität anschaut mit dem Widerstand dazu, damit das überhaupt vernünftig simuliert, sieht man ja nur an der Induktivität ohne den Einfluss der Kapazität bekommt man den gleichen Spannungsverlauf und auch den gleichen Stromverlauf. Und das zeigt eben sehr schön, dass sich Reihenschwingkreise weit oberhalb der Resonanzfrequenz tatsächlich verhalten wie eine Induktivität.